Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Sub Creativity, dem Squad-Builder hier auf dem Kanal, der von euch erstellt wurde, beziehungsweise von einem von euch, derjenige, ja, bei dem bedanke ich mich ganz herzlich und der ist jetzt natürlich mal wieder eingeblendet. Ich habe auf Facebook gefragt nach einem bunten Squad, das hat im ersten Anlauf fast niemand verstanden, denn ich wollte einen BSG haben und naja, das hat irgendwie niemand gebaut. Dann habe ich nochmal gefragt und dann kamen ein paar BSGs und ich habe dann tatsächlich eins genommen, was ich beim ersten Mal schon gesehen habe und das Team ist ziemlich, ziemlich nice. Ich habe mit dem Team auch eine relativ gute Bilanz, im Endeffekt 3 Siege, 1 Niederlage. Allerdings, gab es so 2 Spiele, die ein bisschen kritisch waren, das 2. und das 4. Dazu kommen wir aber gleich ein bisschen näher, beziehungsweise am Ende des Videos zum 2. Spiel und jetzt gleich am Anfang des Videos zum 4. Wenn ihr PSN-Guthaben, Microsoft-Guthaben, Robben unterstützen möchtet, schaut bei Kinguin vorbei, Link ist in der Videobeschreibung, gibt es günstiges PSN-Guthaben, Microsoft-Guthaben, wie gerade eben schon quasi angedeutet, Sennheiser ebenfalls in der Beschreibung für Headsets vom Marktführer und lasst ein Like aufs Video da, wenn es euch gefällt, ist eine große, große Unterstützung für mich. Twitter, Facebook auch sind da, was für ein Deutsch. Egal, wir starten und zwar im Tor und da haben wir Frey. Ja, Frey ganz einfach, die ehemalige absolute Legende aus der Serie A von Genua, ein absolutes Monster in FIFA 13, mittlerweile ein bisschen schlechter, allerdings immer noch an sich ein guter Keeper, 350 Coins kostet er, hat solide gehalten, abgesehen vom 4. Spiel und solides Halten, ne? Und wir kommen einfach zum Rechtsverteidiger, weil der wichtig ist dafür. Ihr werdet erstmal gleich eine Szene von, ihm sehen. Und die unfassbare Unfähigkeit meines Gegners. Und dann werdet ihr den Rettungstag von ihm sehen, die mega war. Das Tor ist dann trotzdem gefallen, aber die Rettungstag war erstmal mega krass. Und Frey war im letzten Spiel, er litt einfach, ganz ehrlich, das ganze Team litt unter Momentum bis zum geht nicht mehr. E8 war sowas von anwesend, was der für Fehler rausgehauen hat. Ich zeige euch jetzt, glaube ich, mal 2. Einmal erstmal einen Fehler, den er ganz allein verschuldet hat, zum 5:2 im Endeffekt. Und dann auch ein Fehler, der müsste jetzt demnächst irgendwann folgen. Das ist die Szene, wo Bellerin dann später interessant wird. Denn das war auch. Also was er damit sich machen lässt, das ist eine richtig, richtig komische Geschichte. Allgemein, das letzte Spiel war halt, wie gesagt, komisch, aber auch nur das letzte war so wirklich extrem. Ansonsten bin ich mit dem Team gut klargekommen. Es ist halt, wie gesagt, ein BSG. Ihr seht es ja auch schon daran, dass Bellerin und Frey drin sind. War ansonsten recht ordentlich, aber das letzte Spiel hat mir wirklich den Rest gegeben und bin froh, dass das letzte war. Mit diesem Team, die Innenverteidigung besteht dann aus Silva und Distin auf dieser Seite und auf der anderen Seite haben wir Mohamedou Sakho. Beide sehr solide, relativ schnell, gutes Physics, gute Workrate, also da kann man sich absolut nicht beschweren. Relativ gut im Kopf, weil auch noch, also relativ groß mit 1,87 und 1,92. Geht auf jeden Fall klar, beide nicht so die allerbesten Dribbler und Passer, allerdings ist das noch in Ordnung und von daher konnte ich mit diesen beiden sehr gut umgehen. Linker Verteidiger ist dann Camille und der mir auch gut gefallen, hat einen relativ guten Schuss, zumindest nach Ecken, wenn es direkt geht, auch so 20 Metern, danach wird es viel zu unpräzise, aber davor geht es auf jeden Fall mittel Arbeitsraten, sonst nichts Spektakuläres außer Pace und Physics. Geht auf jeden Fall klar, ist nicht besonders teuer, Spiel in der zweiten spanischen Liga, geht auf jeden Fall in Ordnung. Gut, wir kommen zu den zentralen Mittelfeldspielen und da haben wir 2 Spieler aus der schottischen Liga und zweimal Mulgrew auf dieser Seite und auf der anderen Seite haben wir Kayal. Nicht Lipgloss, nein, es ist Kayal geworden, der Israeli. Eigentlich gute Workrates für einen 6er, hat auch ansonsten ganz ordentliche Werte, ist aber nur 66er Rating noch. Hatte mal ein richtig gutes Rating, eine richtig gute Karte, mittlerweile ist er relativ abgeflacht. Trotzdem hat er mir gut gefallen, hat einen relativ starken Schuss immer noch sogar. Nicht aus der Distanz, aber auch so, wenn es nach einer Ecke ist, nach einem 16er oder sowas, geht das ganz gut klar. Physics ist in Ordnung, Defending ist in Ordnung, kann man sich nicht beschweren. Auf der anderen Seite Charlie Mulgrew, letztes Jahr war der noch Innenverteidiger, ist relativ langsam unterwegs, groß und physisch dafür und hat mit links eine ziemliche Klebe, muss man ganz ehrlich sagen, vor allem bei Freistößen. Allerdings sind seine Longshots nicht so krass, trotzdem an sich ein guter Spieler, auch wenn die beiden eher Sechser sind und nicht so offensiv, aber es geht auf jeden Fall einigermaßen klar. Ein Offensiver wäre vielleicht gar nicht so schlecht, aber so geht es auch auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Comments kann man hier noch was hinstellen, wenn ihr es haben möchtet. Rechtes Mittelfeld haben wir CC bei Osasuna, spielt der gute Mann immer noch Forster, Skills hat kein Tor gemacht, aber eine Vorlage, mein Hochmittelarbeitsrat, 88 Tempo, 80 Dribbling, richtig gut für einen Silberspieler, aber überraschenderweise nicht das höchste Dribbling in diesem Team mit 80. Geht auf jeden Fall ordentlich klar und leider nicht mehr in der BBVA, aber das macht den ganzen günstiger und hat kein Tor geschossen, aber das lag eher an den Stürmern als an ihm. Er stand halt oft außen, hat geflankt und so weiter und so fort und ich habe nicht so darauf geachtet, wie die Tore zu schießen, aber trotzdem guter Spieler, kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Der Mittelstürmer ist dann eigentlich ein Zehner, aber kommt auch dank des Trainers trotzdem auf 9 Chemie. Es ist Gary McKay-Steven. Gestern noch gewesen oder vorgestern? Gestern, glaube ich, war es in der Quaresma Skill-Show-Episode und hier hat er diesmal 3 Tore und 4 Vorlagen in 4 Spielen gemacht. Geht auf jeden Fall klar. 5600 Coins. Hab ja schon alles gesagt zu ihm in der letzten Episode. Also, schaut euch die an. Nein, die Episode kommt heute. Die Episode kommt morgen. Nicht heute, morgen.
Was ist los mit mir? Die Bissel kommt morgen, da kommt Gary McKay, Steven. Genau, also, ich nehme noch nicht zu viel weg, ist an sich ein guter Spieler und hat sehr viel Spaß gemacht. Haben wir das schon mal geklärt, sehr schön. Wir kommen zum linken Mittelfeldspieler und zwar hat der, glaube ich, das höchste Dribbling in diesem Team. Es ist Asulin mit 81 Dribbling als Bronzekarte. Guy Asulin, leider keine Forsters, gilt aber ansonsten eine sehr gute Karte. Kein Tor, keine Vorlage, ist auch nicht so schlimm, weil der war dafür zuständig zu dribbeln und Spaß zu machen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, leider nicht der beste Abschluss oder der beste Pass oder der besten Flanken, aber trotzdem guter Spieler. Auf jeden Fall empfehlenswert für jedes Bronze-Team. In diesem Team, trotz dessen er Bronze ist, sehr, sehr auffällig gewesen und vor allem durch sein Dribbling und sein Pace extrem geil. Also auf jeden Fall eine Empfehlung von mir an dieser Stelle. Gut, wir kommen zum Stürmer und der hat mich überrascht, denn der war richtig, richtig gut. Es ist Ruben Castro mit Sevilla abgestiegen mit Betis in dieser Saison. Spielt trotzdem, ja, sehr gut. 78 hat er immer noch und das vollkommen gerechtfertigt. Hat 5 Tore gemacht, eine Vorlage, mittelgeringen Arbeitsraten, leider keine Forster-Skills, aber dafür immerhin 3 Sterne. Weakfoot, 83 Tempo, 80 Dribbling, 78 Shooting gehen auf jeden Fall in Ordnung. Passen kann auch noch einigermaßen. Physik sind nicht zu schlecht mit 1,74 Körpergröße. Dafür ist er relativ günstig, beziehungsweise überhaupt ja mega günstig mit 400 Coins und ist ein richtig guter Abschließer, kann man ganz ehrlich sagen. Er ist ein Torjäger, ist nicht der physischste oder der Kopfballstärkste, aber wenn er vorm Tor steht, macht er die Dinger meistens rein. Also jetzt kommen wir jetzt zu der Szene, beziehungsweise zu dem zweiten Spiel und ich sag mal so, es ging gegen ein Team ohne Chemie, ein Starterteam mit Lone Pogba, Lone Aguero, der mit 2 Schüssen 2 Tore gemacht hat, weswegen ich in die Verlängerung musste, und Lone Neuer. Neuer auf 3 Chemie ist der beste Torwart, gegen den ich jemals gespielt habe. Es war unfassbar. Zwar hat auch Pantilimon im letzten Spiel unfassbar viel gehalten. Also wie gesagt, das war AIDS, ich bis zum geht nicht mehr. Der hat Dinger gehalten, die normalerweise kein Keeper hält. Aber wie gesagt, das war halt AIDS. Und in dem anderen Spiel, ich weiß nicht, also Neuer auf 3 Chemie hat unfassbar viel gehalten. Ich blende euch hier die ganze Zeit im Hintergrund Clips ein, zumindest hoffe ich das. Und also das war echt, echt richtig krass. Aber das lag, glaube ich, nie an Castro, sondern einfach, oder an McKay. Steven hat, glaube ich, auch eine Riesenchance, sondern einfach an Neuer. Der hat einfach rausgehauen und das war ziemlich überraschend, weil er nur 3 Chemie hat. Aber wir kennen ja FIFA 15, da ist Chemie egal. Da zählt es nur, ob du das Moment auf deiner Seite hast oder halt nicht. Gut, dass das Squad, ich würde sagen, ist ein relativ nices Teil. Kann man so bauen, kostet, glaube ich, so um die, sagen wir mal 10.000 Coins. Und dafür läuft es auf jeden Fall richtig, richtig gut. Sehr interessante Spieler wie beispielsweise Guy Asulin oder auch Hector Bellerin als Bronzespieler. Die Silberspieler sind auch gut mit CC, mit Malgru Kajal, mit Camille und mit McKay Steven. Und die Goldspieler sind solide, kann man auch nichts gegen sagen. Also wirklich sehr, sehr nice. Ich hoffe, das Team gefällt euch. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, würde ich mich selber freuen. Ist eine große Unterstützung. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Toren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.